Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode von Tipps und Tricks. Und heute allgemein mal so Battle-Taktiken und Anfängertipps allgemein. Nachdem ich ja letztes Mal die Waffenauswahl für euch vorgestellt habe. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Trick an. Zwar nennt dieser sich Head-Aiming. Das heißt übersetzt, auf den Kopf zielen praktisch. Normalerweise geht euer Aim wie hier auf die Brust. Ihr könnt aber auch auf den Kopf schießen, indem ihr zack, dem habe ich jetzt beispielsweise einen Headshot gegeben. Und zwar macht ihr das mit einem ganz einfachen Trick. Ihr geht einfach auf einen Gegner zu. Hier bei dem mache ich das jetzt einfach mal. Ich gehe auf ihn zu, aim auf ihn und ziehe mit dem rechten Stick ein wenig nach oben. Nur ein klein bisschen. Das waren jetzt so zweimal, ich sag mal so, die Slow-Mo-Bewegung. Das Ganze geht aber halt auch schneller wie hier. Müsst halt nur aufpassen bei Leuten, die sich bewegen. Da müsst ihr halt ein bisschen verziehen. Und das Problem ist, ihr seht hier, desto größer die Distanz wird, desto schwerer ist es halt damit auch einen zu töten. Aber es ist halt ein ganz effektiver Trick, um Gegner halt schnell außer Gefecht zu setzen. Vor allen Dingen mit Schrotflinten. Es geht halt auch wesentlich schneller, weil wie gesagt, es macht halt auf dem Kopf wesentlich mehr Schaden. Kommen wir nun zum zweiten Trick und zwar nennt sich das Rolle. Ich denke, die meisten werden die Rolle kennen. Sie ist dennoch ziemlich effektiv und zwar ihr zielt, schießt oder schießt halt auch nicht und macht dann L2. Also in der Tastenkombi würde das aussehen. L2 plus Viereck plus linken Stick in eine beliebige Richtung. So macht ihr halt eine Rolle. Aber ja, klar, warum nicht? Mit der ihr halt sozusagen anfahrende Fahrzeuge umgehen könnt, ihr euch aber auch hinter in einem Battle, beispielsweise wenn ihr euch jetzt irgendwo in Deckung befindet, könnt ihr euch halt schnell irgendwo hinterrollen. Beispielsweise hier, wenn wir uns jetzt vorstellen, ist ein Gegner, würden wir schießen. Dann würden wir aus einer Deckung rausgehen, schießen, nachladen, schießen, rollen, schießen. So halt, das ist halt ganz gut, um diesen Schüssen auszuweichen. Ihr habt halt danach auch wieder direkt Auto-Aim. Ist halt ein extrem nützlicher Trick, mit dem ihr halt Schüssen ausweichen könnt und so halt euren Tod praktisch hinauszögern könnt oder sogar vielleicht komplett vermeiden könnt, was ja eigentlich das Hauptziel ist. Und das ist halt so eine kleine Sache dazu. Ein nächster Trick ist die Kleidung. Ihr seht, ich bin ganz schwarz gekleidet mit einem kugelsicheren Helm. Und das hat echt auch Sinn. Das ist echt eine ziemlich nützliche Sache, die ihr auf jeden Fall mal ab und zu anwenden könnt. Ihr seht hier komplett schwarz. Überhaupt kein Kleidungsunterschied. Wenn man jetzt sozusagen in einer völligen Dunkelheit sniped, dann wird man zwar irgendwann den Gamertag des Gegners sehen, aber man wird ihn nicht direkt erkennen, wenn man so schwarz gekleidet ist. Also mir hat schon oft geholfen und zum Thema Kleidung kann man halt noch sagen, dieser Helm ist extrem effektiv. Ihr könnt damit bis zu 3 Schüsse auf den Kopf sozusagen aushalten, wenn ihr auf den Helm trifft. Der ist wirklich kugelsicher, hat aber auch seinen Preis, ich glaube 20 oder 25k. Aber ihr seid halt in der Dunkelheit echt schlecht auszumachen. Das hat halt zwar seinen Preis, ist aber auch extrem nützlich. Ich habe ja noch einige andere Outfits, die sich gut eignen. Hier beispielsweise den Scharfschützen. Der ist ziemlich nützlich, wenn ihr jetzt beispielsweise auf bergigem Gelände seid und eher Tag ist. Dann könnt ihr euch halt auch in so Gebüsche stellen. So erkennt man euch halt auch nicht so toll. Und ja, den Rest ist ja einfach, keine Ahnung, einfach so Spaß. Aber es ist halt extrem nützlich, weil ihr halt so auch viel mehr Schaden wegstellt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach mal getötet werdet, wesentlich niedriger ist. Ihr kennt das sicher, der eine oder andere Mission oder auch heißt, eure Gegner, euer NPCs geben euch einfach mal so einen Headshot, ja, einfach ohne Grund. Und ja. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, der extrem wichtig ist im Battle, und zwar Deckung. Ihr könnt zwar sehr gute Spieler führen, Battles auch ohne Deckung. Das Problem ist nur, ihr seid halt praktisch der Waffe des Gegners einfach so ausgeliefert. Ihr habt halt keine Möglichkeit, euch schnell zu regenerieren, während ihr in einer Deckung beispielsweise schießen und euch regenerieren könnt. Ihr könnt auch einfach nur schießen.
So könnt ihr verhindern, dass ihr halt nicht niederbekommt. Und ja. Kommen wir nun zum weiteren Trick von mir, und zwar Helis runterholen. Da müsst ihr ein bisschen Übung für haben. Ich selber muss das noch ein bisschen perfektionieren, weil dafür braucht ihr halt ein relativ gutes Aim, sag ich mal. Weil ihr halt sozusagen auf einen ganz bestimmten Part des Helis schießen müsst. Und zwar schießt ihr in meiner Methode auf den Heckrotor von dem Helikopter. Dieser befindet sich hier. Jetzt bin ich gestorben, weil halt zu viele Cops da waren. Aber dieser befindet sich halt am Heck, wie gesagt. Und wenn ihr den trefft, dann habt ihr echt einen sehr guten Trick angelernt, sag ich mal. Ich schieße jetzt hier ein bisschen rum, um ein bisschen Polizei zu bekommen. Weil es braucht halt nicht besonders viele Schüsse, dann stützt das Ding direkt ab. Was auf jeden Fall ein Trick ist, der sehr nützlich ist. Ja. Weil jetzt kein Heli kommen will, werde ich euch mal kurz anderen Tricks verraten, und zwar Autos. Bei Autos kann man allgemein sagen, oder ich sag mal allgemein Finanzen, bei Finanzen kann man an vielen Orten sparen. Der erste Punkt, der wohl am bedeutendsten ist, ist Autos. Am Anfang solltet ihr euch nur so ein, zwei Autos holen oder nicht besonders viele. Ich empfehle euch dafür, dass ihr euch einfach beim Roxas Social Club anmeldet, weil ihr ein Fahrzeug dann kostenlos erhaltet. Und zwar den LG R8, den könnt ihr dann kostenlos auf dieser Internetseite legendarymotorsports.com kostenlos, wie gesagt, erwerben. Ich muss gerade selber nochmal gucken, wo der ist. Ist auf jeden Fall für den Anfang da. Ein sehr gutes Fahrzeug, ein Sportwagen. Könnt ihr euch einfach mal so holen, wenn ihr einfach ein kostenloses Fahrzeug haben wollt. Und ist halt auch für Anfänger ganz gutes Fahrhandling und so. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ihr erstmal Kosten sparen könnt. Wenn ihr irgendwann mal so ein bisschen weiter gezockt habt und ihr irgendwann einfach die Autos habt, die ihr wollt, dann könnt ihr euch halt auch Oldtimer und so leisten. Weil, wie gesagt, das ist halt so eine ziemlich kostenspielige Sache, wenn man sich einfach tausende von Autos holt. Supersportwagen würde ich euch empfehlen, holt ihr euch maximal 4. Weil ihr braucht einfach nicht mehr und ihr fahrt eh nur mit einem speziellen Fahrzeug. Ich merke das bei mir, ich habe mir jetzt in meinem Lauf der Karriere, also bei meinen knapp 200 Leveln, so viele Autos gekauft und ich fahre mit maximal 10 davon regelmäßig. Ja. Da müsst ihr halt gucken, dass ihr es einspart. Auch bei Apartments könnt ihr sparen, nicht direkt den Eclipse Tower holen. Meine persönliche Empfehlung ist die Alta Street. Sehr gute Location, relativ verbindlich an allen wichtigen Locations in GTA. Das ist auch nicht gerade so teuer, also 225k ist ein richtig guter Preis, finde ich. Könnt ihr auf jeden Fall was anfangen mit. Und ja, das war's von meinem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks haben, die mir jetzt noch nicht eingefallen sind, postet in die Kommentare. Ich werde demnächst aber auf jeden Fall noch weitere Videos zu Tipps und Tricks machen. Ich bin aber für heute erstmal raus, Leute. Und schau, über ein Like würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Motiviert mich weiterhin, Videos zu machen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich erstmal raus, Leute. Und ciao.